Tatortkommissar Paul Prix, gespielt von Wolfram Koch, wartet hier auf seinen Einsatz. Gemeinsam mit seiner Kollegin Anna Janecke, Schauspielerin Margarita Bruch, ermittelt er in Kassel. Gedreht wurde jetzt in der Treppenstraße, genauer gesagt im Stadtcafé. Was hier aussieht wie ein normaler Tag in der Kasseler Innenstadt, ist gestellt. Die Frauen und Männer sind Komparsen. Sie alle werden von Mitarbeitern des Produktionsteams platziert. Doch bevor es soweit ist, werden sie frisiert, geschminkt und passend gekleidet. Knallige Farben und auffällige Muster sind beim Dreh verboten. Zum Farbkonzept gehören gedeckte Farben wie Olivgrün und Mittelgrau. Ist man denn als Komparse nervös? Nee, gar nicht. Also eigentlich bin ich sehr neugierig auf die Schauspieler und wie das da so abläuft bei so einem richtigen Tatort. Das ist einfach schön, mal dabei gewesen zu sein. Was genau die beiden machen müssen, wissen sie noch nicht. Also ich glaube, wir sollen uns in dieses wunderschöne Café in der Treppenstraße setzen und Eis essen. Also mehr weiß ich jetzt eigentlich nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Also, dass wir in einem Café drehen, das steht fest und lassen wir uns mal überraschen. Ja. Überrascht ist auch das Produktionsteam, als es stark anfängt zu regnen. Laut Drehbuch soll es ein heißer Sommertag sein. Weil der Himmel nun sehr grau ist, muss sich das Team etwas einfallen lassen. Das ist für das Team natürlich eine große Herausforderung, dann aus einem regnerischen, bewölkten Tag dann einen Sonnentag zu machen. Wir haben ein großes Equipment dann aufgefahren, wir haben die großen Scheinwerfer rausgeholt, die haben wir immer für solche Fälle dabei und haben dabei natürlich dann den Sonnenschein sozusagen künstlich dann auf die Treppenstraße geholt. Der künstliche Sonnenschein bringt aber leider keine Wärme und so müssen die Komparsen während des Drehs frieren. Denn wenn die Kamera an ist, müssen sie Decken und Jacken abgeben und in Sommerkleidung im Café sitzen. In der Szene, die hier in der Treppenstraße gedreht wird, treffen die Frankfurter Ermittler auf die Kasseler Kommissarin. Im Café tragen sie Informationen zum Fall zusammen. Weil wir im Stadtcafé selbst nicht drehen dürfen, hier ein Blick durchs Fenster. Warum ausgerechnet die Treppenstraße als Drehort ausgewählt wurde, weiß Christian Bender vom HR. Also wir haben ganz bewusst Orte in Kassel gesucht, wo man halt eben auch Kassel erkennen kann. Und die Treppenstraße als älteste Fußgängerzone ist, glaube ich, auch in Frankfurt bekannt und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Und deswegen haben wir auf jeden Fall die Treppenstraße gewählt, um einfach ein schönes Ambiente von Kassel auch zeigen zu können.